Der Jazz war seine erste große Liebe. Er hat ihn nie aus den Augen verloren, auch dann nicht, als er Schlager sang und in Fernsehshows unser Paulchen war. Zum Ende seines Lebens ist Paul Kuhn wieder zum Jazz zurückgekehrt. Ein Kreis hat sich geschlossen. Jazz, der kam während des Krieges. Da gab es ja natürlich immer Leute, die Schallplatten hatten, internationale Schallplatten hatten. Und dann habe ich die auch irgendwann mal gehört und habe mich immer dafür interessiert, was das wohl ist, dieser Jazz. Man machte sich ja keine Gedanken, aber es war was Tolles. Die Musik hat mich fasziniert, wenn ich mal groß bin, so ungefähr, dann werde ich sowas machen. Wir haben uns nichts dabei gedacht, dass das amerikanische Musik war, dass das verpönt war in Deutschland, dass die Nazis das nicht wollten. Ich habe mich gesehnt danach, als wir merkten, dass der Krieg verloren geht. Und die Amerikaner gelandet waren und ich habe gewartet auf den Moment, dass wir diese Musik machen konnten. Die Amerikaner waren ja kaum da, habe ich im Club schon gespielt. Wir haben dann deutsche Musiker gesucht, aber nun waren die sehr dünn gesät, die meisten, die in dem Alter waren, dass man sagen würde, ja, meine in den besten Jahren, die waren alle an der Front, oder waren in Gefangenschaft geraten, waren heute wieder zurück oder sie waren gefallen. Es gab entweder ganz alte Herren, die Musik machen konnten, oder ganz junge Burschen, die noch nicht beim Militär waren. Paul Kuhn wurde am 12. März 1928 in Wiesbaden geboren. Anfangs war das Akkordeon sein Instrument, später saß er immer öfter am Klavier. Als der Krieg zu Ende ging, war Paul Kuhn gerade 17. Ich habe mein Akkordeon rausgeholt, habe da ein bisschen rumgeübt und für mich so gespielt. Das hat ein Amerikaner mal gehört, an der Straße vorbeigegangen und blieb stehen. Hey, you play good. Also der hat zu mich. Ich habe den nicht verstanden, natürlich. Das Englisch, was man in der Schule gelernt hatte, hat mit dem Amerikanischen überhaupt nichts zu tun. Aber dann hat er gesagt, why don't you go to the special service? Geh doch dahin, melde dich. Wenn du nicht kannst, fliegst du sowieso raus. We hire, we fire. Ich meine, das war eben so amerikanisch, wie das ist und wie das heute noch ist. Und wir haben uns dann immer recht gut geschlagen und wir sind irgendwo rausgeflogen. Hi everyone, welcome to the Rocker NCO Club at Lenzie Air Station in Wiesbaden, West Germany. Our next number will be Let's Fly Away. Ich war eine Weile am EFN hier, der war ja, hatte sein Hauptquartier in Höchst damals. Das war unsere Quelle, weil da kamen diese großen Langspielplatten, diese ganz riesigen Dinger. Da war das Neueste vom Neuesten aus den amerikanischen Hitparaden, war alles auf diesen Platten, weil die haben die ja gleich gesendet, die wurden immer beliefert. Und wir haben uns diese Dinger abgeschrieben, also musikalisch diese Nummern abgeschrieben und ein bisschen arrangiert für die Combo, sodass wir sehr aktuelle Sachen spielen konnten und eben auch Wünsche erfüllen konnten. Die waren immer erstaunt, woher wir das hatten, weil wir beim Sender waren. Das war mein zweiter Bildungsweg. Also nach dem Konservatorium waren die amerikanischen Clubs dann später. Das war die Zeit, in der ich mein Repertoire wirklich gefunden habe. Und von diesem Repertoire, zu 80%, lebe ich heute noch davon. Mein ganzes Wissen, was diese Musik, Showmusik, Jazz, alles, was mit Unterhaltung zu tun hat, was die Amerikaner eben immer etwas besser gemacht haben als wir, das habe ich alles in dieser Zeit gelernt. Und wie gesagt, ohne das wäre ich das nicht geworden, was ich heute bin.
Komponist, Arrangeur, Pianist, Bandleader, Sänger, Paul Kuhn! Gershwin, Cole Porter, dann Irving Berlin, ja. Dann kommt Cy Coleman, ja. Dann kommt Harold Arlen, Jerome Kern. Die haben so eine Gravur, dass man, die bleiben als Bestand. Und das ist eigentlich im Grunde genommen so, dass es eine ganz bestimmte Zahl von Titeln, die in diesem Jazzkreis Fuß gefasst haben. Ja, ja, das sind gar nicht so viele. Es sind gar nicht so viele, nein. Aber die werden immer und immer wieder gespielt. Ja. Von wem sind zum Beispiel Lady Be Good? Von Gershwin. Gershwin? Nein, Lady Be Good ist Gershwin. Wirklich? Ja. Das ist Gershwin. Oh, Lady Be Good. Die Stücke aus den 30er Jahren, sagen wir, 30er, 40er, 50er Jahren, sind einfach von so einer Substanz her einfach so viel stärker als was wir so an der Schlagermusik verstehen. Es war Schlager oder populäre Musik in dieser Zeit, aber die waren so gehaltvoll, harmonisch so gehaltvoll, wenn man das I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't move me at all. Das ist harmonisch so schön und das nudelt sich nicht so schnell ab, wie man so sagt. Es ist was anderes wie, ich will jetzt nicht dem zu nahe treten, aber für eine Nacht voller Seligkeit, das ist was anderes. Das hat nichts damit zu tun, dass es ein guter Schlager ist, ein deutscher Schlager. Aber das andere hat eben so viel Substanz. Eben, Sie haben gerade Cole Porter jetzt genannt mit I Get a Kick Out of You. Der hat eben besonders harmonisch und melodisch riesige Stücke geschrieben, die auch nicht die Form von normalen Schlagern haben, so diese 32 Takte. Der hat sie ausgedehnt und noch verziert und hat die Texte auch noch selber gemacht. Aber das ist ein ganz toller Mann gewesen. Den stelle ich also ganz oben hin, neben Gershwin und Irving Berlin und Harold Arlen. Also es gibt ja eine ganze Reihe von diesen Leuten. Aber Cole Porter ist ein ganz großer. Und dann erst. Genial. Ein Glücksumstand, dass man in dieser Ecke von Deutschland geboren war, wo die Amerikaner waren. Engländer ging ja auch noch, aber der Amerikaner war halt, also Frankfurt war immer die Jazzhauptstadt für mich. Also. Und ich kann mich erinnern, als Oscar Peterson zum ersten Mal in Frankfurt war. Und im Publikum saßen also lauter schwarze Leute, die von der Armee eben, und natürlich auch weiße deutsche Leute und so. Und da habe ich Oscar Peterson, wer ist denn das? Noch nie gehört. Da kommt ein junger Mann und nagelt da ein paar Sachen hin, dass man gesagt hat, du lieber Gott, was müssen wir noch viel lernen, ist klar. Das war unglaublich. Ja. Schön, schönes Gefühl. Das war unser bestes Konservatorium. Ja, jeden genau. Tag spielen. Ja. Heute bin junge Jazzmusiker, können einmal im Monat in einem Jazzclub, einmal, vielleicht nicht einmal einmal, sondern vielleicht nur alle zwei Monate. Wir haben jeden Tag gespielt. Ja, das war unser Glück. Das war unser Glück. Wir hatten es
sehr viel leichter als die Musiker heute. Weil es gab nicht so wahnsinnig viel gute Musiker. Und die Stellen und die Clubs und auch später die Deutschen, die dann anfingen, Musik haben zu wollen. Und die Sender brauchten Musik, die brauchten Arrangeure, die brauchten alles, einmal alles. Und wir waren eben da. Es war eine schöne Zeit. Es ging uns sehr gut. Stellen Sie sich vor, wir waren, als ich mit Boxeber, da war ich ja eben, und als wir dann in Berlin waren, spielten wir in der Femina Bar. Das war nach der Währungsreform schon. Da bekam ein Musiker in dieser Zeit normalerweise 3 Mark die Stunde. Und wir spielten in der Femina Bar pro Kopf und Tag 80 Mark. Wir waren die Könige in Berlin. Wir hatten jede Menge Geld, uns ging es so gut. Wir waren gut angezogen und waren also die Kombo überhaupt in Berlin später. Und das ging dann auch wieder mal auseinander. Dann Proxyper ging wieder nach München. Ich fand wieder eine andere Gruppe. Man formierte sich neu und spielte woanders. Es gab eine kleine Zeitschrift, die nannte sich Gondel. Das war so ein kleines Heftchen, es war nicht mal eine Illustrierte. Die machte einen Jazzpol. Die hat dann gesagt, aha, dann, wir werden mal die Leser fragen, wen sie für die besten Musiker halten. Das gibt es ja heute in Amerika noch, Downbeat und Esquire und so weiter, gibt es ja immer noch diese Jazzpols. Und siehe da, da war, das ist ja verrückt, am Bass Hansi Last, heute James Last, Bassist Nummer 1. Max Greger. Ich hoffe für dich ein herrliches Foto zu Hause. Hast du? Ja. Weißt du, wer da am Schlagzeug war? Teddy Paris. Teddy Paris. Ja. Und der Posaunist aus Hamburg. Günter Fuhlisch. Der Günter Fuhlisch. Ich bring dir das Foto, ein irres Foto. Weil ich habe eine Weile da oben Nummer 1 gestanden. Und dann nachher ging es dann abwärts und an die ersten kommerziellen Schallplatten. Dann stürzt sich natürlich sofort ab, ist ja klar. Habe ich aber immer noch dabei. Ja, das ist wunderbar. Hier muss man ja hergehen. Das ist ja ein richtiger, schöner Schallplattenladen. Klaren drunter, da schmeckt das Zeug noch mal so gut. Okay. Als dann das deutsche Wirtschaftswunder begann und sich die deutschen Sender und die Schallplattengesellschaften etabliert hatten, das dauerte ja ein paar Jahre, bis es soweit war. Dann kam die Elektrola zu mir, also mit seinem Produzenten Nils Nobach, der leider nicht mehr lebt. Und so viele, die leider nicht mehr leben. Der kam zu mir und hat gesagt, willst du nicht Platten machen? Ich so, ja, selbstverständlich. Ich habe ja nur Englisch gesungen, in den Clubs gespielt und so. Da sag ich, wie, ja, Deutsch singen. Ach ja, lieber Gott, was soll ich denn singen? Ja, komm erst mal nach Köln, wir müssen mal bereden und so. Und die Leute haben Hunger gehabt nach lustigen Sachen, nach schönen Schlagern, nach Lebensfreude und so weiter. Und eine von den ersten Platten war ja der Mann am Klavier. Das war natürlich, so deutscher geht's ja gar nicht.
Es war ein Bierschlager und der mich ja heute noch verfolgt. Auf meinem Konto steht das Komma zu weit links. Paul Kuhn wurde populär. Als Sänger, Produzent und Arrangeur der Elektrola war er nun für Unterhaltung zuständig. Die alten Jazzfreunde reagierten irritiert. Die Jazzpäpste sind ja da manchmal so ein bisschen überdreht und ich fand das alles gar nicht lustig. Aber als ich hab da geheiratet, als ich 21 war, gut, ich gebe zu, das ist sehr früh. Aber als ich das gemacht habe, haben sie gesagt, nun ist der Paul für den Jazz verloren. Jetzt muss er Geld verdienen, jetzt muss er kommerzielle Musik machen, die sich verkauft und so. Und dann kommen die Kinder und dann wird es und sowas alles. Und die waren einfach sauer. Die konnten auch nicht verstehen, dass man vielleicht beides machen könnte. Dass man, was ich ja auch mein Leben lang gemacht habe, bis auf die letzten Jahre, jetzt, wo ich mich nur für den Jazz dann jetzt entschieden habe, weil das meine Musik ist. Aber das war dann schon, die waren schon sauer alle. Was mir im Grunde genommen, wenn ich heute darüber nachdenke, ziemlich egal sein konnte. Aber es war einem nicht egal, weil es hat einem doch gestört, dass die Freunde sagten, was machst du denn? Wie, habe ich gehört, du weißt, du hast geheiratet, ach du lieber Gott. Ja. Ja. Ah, der Kuhn, Paul. Aha. Ah, ja, das geht. Sagen Sie bloß, Sie haben mehr davon. Tatsächlich, ja. Gucken. So. Tanzparty bei Paul. Das ist meine damalige Frau. Ja, sonst ist, glaube ich, niemand da. Freundinnen sind hier nicht drauf. Das ist alles so ähnlich. Bar, Atmosphäre. Also ich habe jetzt, die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Das ist ja irre. Ach, Europa, doch. Ja, da war ich mal drauf in Europa. Ja. Die müsste ich glatt kaufen, die habe ich nämlich nicht. Schönes Cover. Ja, das ist Bill Ramsey. Das war auch so eine Sache, die ist zufällig entstanden. Wir haben im Studio irgendwas Kommerzielles aufgenommen, weiß jetzt nicht was. Und wir haben gesagt, lass uns doch mal so ein bisschen jammen und haben so ein paar Titel gespielt und haben einmal so durchgespielt. Und dann wollen wir das nicht schnell aufnehmen. So. Das sind meistens die schönsten Sachen. Weil man sich gar nicht überlegt, irgendwelche tollen Geschichten, was einem gerade einfällt. Und das ist natürlich sehr schön. Das ist, jatziger geht es eigentlich gar nicht. Das ist ja das Wesen des Jazz eigentlich. Ja. Es ist Ihnen aufgefallen, dass man auf den ältesten Platten am jüngsten aussieht, ist ja, auch klar. Das ist klar, ja. Ja, genau. Mit Zigarette. Ja, es gibt kaum ein Plattencover ohne Zigarette. Das heißt, in letzter Zeit denke ich mal dran. So. So. Dann legen wir mal But Not For Me auf. Mhm. Macht Spaß. Alles, was man da mehr macht, ist so, bringt nur eine Unruhe oder so. Ich finde das schön. Er singt und kriegt eine Begleitung, die ihn ein bisschen vorwärts treibt. Das war alles. Schön. Schöne Aufnahmen. Wunderbar. Sehr schön. Ja. One, two, one, two, three, four. Mana. Der Jazz aber blieb eine Ausnahme. Kuhn war Fachmann für Unterhaltungs- und Tanzmusik. Und bald auch für das Fernsehen. Das Fernsehen nach dem Krieg begann für mich in den 50er Jahren. Ich glaube, bei einer Sendung mit Werner Höfer. Der macht ja damals den Journalistenfrühschoppen. Der war Chef von der journalistischen Abteilung in Köln und hat mich irgendwie geholt. Das war, glaube ich, 55. Und dann ging das immer weiter. Und ich wurde sehr viel beschäftigt. Lange war Paul Kuhn ein Mann der großen Unterhaltung. Chef der SFB Big Band, Kopf eigener Fernsehshows, Produzent von Schallplatten. Und das alles fand plötzlich ein Ende. Das war 1980.
dann haben die Elektroler hatte so eine riesen Entlassungsgeschichte geplant. Da wurden ganz viele Solisten entlassen. Da begann also dieser Jugendwahn, der heute noch da ist. Musste alles jung sein, junge Leute, alles die alten. Katharina Valente wurde entlassen, Katja Epstein und noch mehr. Und ich gehört auch dazu. Das war auch im selben Jahr, als die SAP-Band aufgelöst wurde. Das sind so Sachen, die haben schon ein bisschen. Aber war nie so schlimm. Kurz danach war ich ja mit Alexander auf Tour und ging das gleich wieder aufwärts. Also es waren ein paar dumme, blöde Tage dazwischen. Wenn man 10, 12 Jahre in einem Sender ist und da fest an Produktionen macht und auch dazu mal ein paar Schallplatten macht, dann ist das doch schon im Moment ein Stillstand. Weil man nicht weiß, was man machen soll. Das Orchester nicht mehr da und in der Bar spielen, so will man auch nicht. Naja, also wie gesagt, es war ein blöder Moment, aber wie Sie sehen, haha, ich lache. Wenn sich das einmal packt, kommst du nicht mehr weg. Darum macht man es ja heute noch. Denn wenn man jetzt fragt, warum machen wir alten Knochen das? Ja. Aber es macht Spaß. Was sind wir zu Hause? Es macht Spaß. Ja, genau. Wir können ja nicht Unkraut jäten und können schon, aber wir und einen Hund spazieren führen. Ja. Sondern ja. Musik, das ist unser Leben. Ja, stimmt. Wir sind glücklich darüber, dass wir es noch ausüben können, diese Musik, mit der wir gelebt haben. Und dass wir tatsächlich in der Lage sind, ein Publikum, wenn man jetzt noch von heute Abend spricht, mit 3000 Personen, die kommen ja deshalb, weil sie das hören wollen, was wir spielen. Mit der SWR Big Band, also ja. Das ist schon eine fabelhafte Sache. Und das ist auch, wenn ich jetzt von meinem Alter spreche, ich bin ja der Älteste von uns dreien, das ist pure Medizin, die mir da verabreicht wird. Ja. Wehwehchen haben wir alle, das ist klar. Nur, wenn es hinter der Bühne, 5 Minuten vor Beginn, hinter der Bühne zwickt und zwackt, in dem Moment, wo du rausgehst, ist das ein Adrenalinschuss und es sind alle Wehwehchen weg. Spürst du da nur ein Kreuz nix. Oder ein Knie? Am Schluss, ohne Standing Ovation geht das gar nicht. Gell? Ja, natürlich. Also Standing Ovation, das ist eigentlich bei uns, das ist auch noch, das ist nicht lebensnotwendig, Standing Ovation, aber es ist was Schönes, es ist was Schönes. Keep swinging. Also ich mache jetzt wirklich nur noch Jazz und Swingmusik, weil das meine Musik ist. Im Verhältnis war das klar, so sagen wir, seit etwa 10 Jahren. Ich war es dann auch müde, Tanzmusik zu machen. Und 6 Stunden irgendwo Musik zu machen, von 8 bis, weiß ich, 2 Uhr in der Nacht und so. Und dann spielen sie doch mal einen Walzer, spielen sie doch mal das und spielen sie doch mal das. Und das wird irgendwann langweilig. Und es ist auch heute noch manchmal so, dass
dass Leute kommen, warum spielen sie denn gar nicht mehr die alten Sachen? Eine Frau hat gesagt, sagen Sie mal, machen Sie noch Musik? Ich sage, ja, ja, natürlich. Ach, ich dachte, Sie machen Jazz. Also damit bin ich überhaupt nicht klargekommen, was das sollte. Und Klavier spielen, ja, aber Jazz, wieso? Dass das vielleicht zusammengeht, hat die Frau nicht begriffen, aber das kommt ja vor. Ich komponiere eigentlich, seit ich arrangiere. Das letzte größere Werk, in Anführungsstrichen, war Florida Flirt. Das Tempo von dem Stück. Und dann machst du immer den Rhythmus weiter. Boom. Und dann irgendwann mache ich irgendwas. Es gab früher in Amerika, gab es die Columbia, eine große Firma. Da war in jedem Büro und auf den Gängen immer wieder das Schild zu finden, Where is the Melody? Das gilt für Arrangeure, das gilt für Komponisten. Die Melodie ist das Wichtigste. Ich denke immer, sie muss eingängig sein. Die Leute sollten möglicherweise vielleicht auch behalten können. Aber das ist nicht das Allerwichtigste. Wichtig ist, dass die Melodie schön ist, dass sie schlüssig ist. Dass sie etwas aussagt, was eine bestimmte Stimmung hergibt. Florida Flirt sollte ein Aufmacher sein für eine CD für Paul Kuhn and the Best. Da wir alle Leute vorstellen wollten, hat jeder seinen Teil und jeder konnte, und die haben auch gerne darüber improvisiert. Weil es ist eine harmonische Folge, die sehr geläufig ist. Und die Tonart habe ich gewählt, die jeder leicht spielen kann. Also da sind keine Probleme drin. Und man spielt es sofort und sagt, ja, gut, und improvisiert sofort. Irgendwann rief mich der Benny an, der Benny Bailey, und sagte, yeah, there's a nice little piece you wrote there. Can you give me the melody and the changes, also die Melodie und die Harmonien? Die habe ich ihm geschickt. Yeah, I wanna learn that. You know, it's kind of fun. Also der hat richtig Spaß daran. Paul Kuhn and the Best. Das ist eine Formation, die sich Kuhn zum 75. Geburtstag selbst schenkte. Eine Erweiterung seines Trios zur Mini-Big-Band mit zwei Saxophonen, zwei Trompeten, einer Posaune. Die besten Musiker, wie Kuhn sagt, jeder auf seine Weise. Ich habe mal mit dem Max Greger darüber gesprochen. Der hat gesagt, der Gustl Meyer und der Peter Wenige, das geht überhaupt nicht. Die spielen so verschieden. Das kann gar nicht gehen. Und wir haben festgestellt, dass genau das ist die Tatsache, was das so interessant macht. Denn Gustl spielt so den herkömmlichen Coleman-Hawkins-Geschichte. Und da ist der Peter Wenige, der technisch den Gustl irgendwo hinspielt, weil das weiß der Gustl auch. Aber die beiden zusammen schaukeln sich, wenn sie spielen, so hoch, dass in der Ekstase spielen sie ungefähr alle beide gleich. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und bei den Trompeten war es genauso. Also zwar nicht so eklatant, aber völlig verschiedene Stilrichtungen. Und Jigs ist natürlich der alleinige König. Ich meine, klar, wenn nur ein Posaunist da ist, ist der beste Posaunist in der Band. Zwei Leute spielen, die sich gegenseitig
aufheizen und losspielen, spielt man natürlich, wenn man dann drankommt mit seinem Solo, ist man angeregt durch die Vielfalt der Einfälle, dass man selber auch besser spielt oder anders spielt. Und das ist auch das Interessante im Jazz sowieso, dass man eben die Freiheit hat, zu spielen, wie man gerne möchte. Where is the melody? Das darf man nicht vergessen. Schön Jazz haben sie hier. Ah, Joe Pass ist da. Und super, super. Where is the melody? Paul Kuhns Jazz ist fest in der Tradition verwurzelt. Er hat sich von der Melodie genauso wenig gelöst wie vom Swing. Bis Coltrane kann er der Entwicklung des Jazz folgen, dann ist Schluss. Kuhn ist kein Neuerer, er ist hängen geblieben im Repertoire der 40er und 50er Jahre, mit dem auch seine Vorbilder groß wurden. Ich bin ein wahnsinniger Bewunderer und Fan von Sinatra. Ich habe immer versucht, ihn mal kennenzulernen, aber er war da sehr abgeschirmt von Leuten, die das einfach nicht zugelassen haben. Gut, ich finde, es halt so ist, dann ist es eben so. Aber ich hätte ihn gerne mal, ich hätte gerne wenigstens mal zu ihm gegangen und gesagt, vielen Dank für die schöne Musik, die Sie gemacht haben. Dankeschön. Boom. Mehr wollte ich nicht. In other words, please be true. Ich bin ein Hank Jones-Fan. Hank Jones ist einer meiner Lieblinge überhaupt. Das ist ein inzwischen 86-jähriger Mann, schwarzer Mann, ein sehr eleganter Mann. Und so wie er aussieht und wie er sich gibt, so spielt er auch. Er spielt sehr fein und sehr, sehr subtil. Und so wahnsinnig schnelle Tempi spielt er nicht, weil er es einfach nicht kann, nicht drauf hat. Aber er spielt bis zu einem gewissen Tempo, so, das macht er schon mit. Aber er spielt sehr, sehr einfallsreich und mit einer sehr schönen, feinen Technik. Also für mich ist das eigentlich der heute noch ein Vorbild. Wenn man jemanden sehr mag, nimmt man automatisch etwas an. Und vielleicht die Art und Weise eben auch ein bisschen, also sehr wenig zu spielen. Und Pausen sind auch Musik. Man versucht, das drumherum wegzulassen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Man will oft dann noch was machen. Und ich kann das Geklimper kann ich nicht ertragen. Also wenn so Leute spielen, bloß um zu zeigen, was sie alles was können. Das hat mit Improvisieren eigentlich wenig zu tun. Why not relax? Als der Jazz in mein Leben kam, habe ich gesagt, das ist meine Musik. Dann wurde ich abgelenkt durch viele kommerzielle Versuchungen. Ich wurde dann weit hinausgetragen so, in das große Meer der Musik. Und bin doch wieder im Jazz angekommen. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man am Ende seines Lebens dahin wieder zurückkommt. Also Back to the Roots gilt bei mir wirklich. Und wenn man damit noch Erfolg hat, was kann einem Besseren passieren? Ich hoffe, ich kann das so lange machen.